B1.3. Geben Sie die Koordinaten der Punkte D in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte AN an. Also, wir brauchen die Koordinaten von DN in Abhängigkeit von x. Schauen wir uns mal in die Zeichnung an. Wie kriegen wir denn den DN raus? Ich mache es mal exemplarisch für A1, B1, C1, D1. Also damit argumentiere ich. Wir brauchen natürlich nachher die Abhängigkeit von x noch. Also, wie kriege ich die x-Koordinate von Punkt D raus? Das ist, glaube ich, recht einfach. Die ist einfach um 2 kleiner als die von AN. Ja, wir wissen ja, Symmetrieachse, Punkt B liegt immer 2 Längeneinheiten rechts von der Symmetrieachse. Also muss Punkt D 2 Längeneinheiten links von der Symmetrieachse liegen. Also haben wir als x-Koordinate x minus 2. So, jetzt brauchen wir noch die y-Koordinate. Y-Koordinate kann man sich so überlegen, der Punkt liegt ja auf der Geraden. Also, Geradengleichung war 0, minus 0,5x plus 1. Wenn ich jetzt diese Gleichung hier nehmen würde als y-Koordinate, würde ich aber Punkt C bekommen. Das heißt, mein Punkt D hätte dann hier die gleiche Höhe wie C1. Ja? Also hier diese y-Koordinate. Sie ist ja aber ein bisschen kleiner. Wir brauchen die y-Koordinate von B1. Wie kriegt man die? Eigentlich ziemlich einfach. Nämlich Punkt B liegt ja, also die x-Koordinate von Punkt B ist ja um 2 größer. Also müssen wir das in die Geradengleichung im Prinzip mit einbauen. Ja, ich verändere jetzt das x. So. Wie verändere ich? Es ist um 2 größer, also schreibe ich hinten dran einfach nur noch ein plus 2. Ja, und im Prinzip war es das ja auch schon. Ich habe meine x-Koordinate, die ist um 2 kleiner als die von a und c. Und ich brauche die y-Koordinate, das ist die Geradengleichung. Allerdings brauche ich die von c und da ist das x ja um 2 größer. Also ist das meine y-Koordinate. Also können wir für die Punkte dn schreiben, x minus 2, hoppsa, und minus 0,5, Klammer auf, x plus 2, plus 1. Wer mag, kann es noch ein bisschen vereinfachen. So, minus 0,5x, minus 0,5 mal 2 sind minus 1, und minus 1 plus 1 ist 0, kann man weglassen. Ja, fertig mit der Aufgabe.